Alle Minuten gibt's heute wieder mal Back-to-Back. Heute auf dem Zweitkanal ist gerade eben auch ein Pokémon-Minuten online gegangen. Link dazu in der Videobeschreibung. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie One Piece nicht ersetzen soll. One Piece gehört Trasha, Toonimation und Ichiro Oda. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, Marineford, der Climax von One Piece in Minuten, jedenfalls fürs Erste. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, gebt einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall hier sehr freuen. Also, Baba Whitebeard durften wir schon im letzten Part begrüßen und Ruffy ist mit seiner Flotte schon auf dem Weg zur Schlacht. Er erzählt auf dem Schiff den Leuten, dass Ace und er verschiedene Väter haben. Ace ist nämlich der Sohn von Gold Roger. Whitebeard fackelt auch nicht lange und löst einen Flashback aus. Also, er benutzt seine Bebenflucht und nimmt Marineford auseinander, aber wir, die Zuschauer, bekommen einen Flashback in der Zeit. Ace ist nämlich 3 Jahre vor Ruffy losgesegelt und direkt gestrandet. Zu seinem Glück hat er die Feuerfrucht gefunden und konnte so der Insel entkommen. Ihr wisst ja, wie man sagt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Denn diese Information stammt nicht aus dem Anime und auch nicht aus dem Manga, sondern aus der Light Novel. Wie dem auch sei, Ace gründete die Spade Piraten, lehnte den Titel des Samurai der Meere ab, trifft Shanks, der auf magische Weise 2 Arme hat, naja, jedenfalls im Anime, bedankt sich bei ihm, hat einen 5-tägigen Dragon Ball Z-Kampf mit Jinbei und trifft schlussendlich auf Whitebeard. Ace will seine Kameraden entkommen lassen und kassiert gewaltige Offscreen Whitebeard Shen. Whitebeard nimmt Ace dann auf, wobei er ihn mehr zwingt. Er hat Ace technisch gesehen gekidnappt, deswegen versucht dieser auch, ihn umzubringen. Natürlich funktioniert das Ganze nicht. Das Ganze unterhält auch Vista, der auch überhaupt nicht so aussieht wie ein Muhahaha, ich bin in Wahrheit böse Charakter. Ace trifft dann auf den Sohn von Papaya, Ananas, naja, nicht wirklich. Er trifft hier auf Marco, der ihm klar macht, welche Vorteile Whitebeards Crew mit sich bringt. Endlich eine große Familie, also gibt er nach und wird Teil der Bande. Auch Teach ist da, der nur Kirschtorten frisst und ganz sicher nicht seit Jahren schon einen riesen Verrat plant. Whitebeard erfährt auch, dass Ace Rogers Sohn ist, aber das ist für ihn nicht wichtig, er ist nämlich jetzt sein Sohn. Doch der Verrat von Teach, also der Mord an Tetch für die Finsternisfrucht, hat alles zerstört. My mind's telling me no. But my body's telling me yeah. Ace ist losgezogen, um ihn zu rächen, hat Ruffy getroffen und landete schlussendlich auf Marineford. Und wieder in der aktuellen Zeit, nach dem ganzen Gelaber und typischen vor Whitebeard Angst haben Gedönse, merken sie auch, oh warte mal, da kommt ja von oben Wasser auf uns zu. Aber Marineadmiral Aokiji ist schon zur Stelle. Ice Age! Da spielt Whitebeard aber in die Karten, denn so hat er sein Schlachtfeld gecraftet. Aokiji wird dann abgewehrt und seine Leute stürmen los. Aber keine Sorge, die Creme de la Creme, das Stärkste, was die Marine aufzubieten hat, ist schon zur Stelle. Die Vize-Lachnummern, die bis jetzt immer verkackt haben. Mihawk testet dann die Entfernung zu Whitebeard, aber Diamantenboy Josu wehrt ab. Der kleine Kizaru blendet dann Whitebeard ein wenig, aber Marco ist schon zur Stelle. Und wir bekommen schon sehr früh eine Toshishida Greatness. Er schafft es einfach alles sexy aussehen zu lassen, das kann man nicht anders sagen. Marco gibt den Sohnfluchtfans auch Hoffnung, er hat nämlich eine Farbewesenflucht. Marco der Phönix heizt also Kizaru ein, wobei der sein Pokerface aufsetzt. Josu spielt ein Quarterback, aber kein neues Shooter-Start mit der Interception und macht seinen Riesenklumpen Eis zu Magma. Die arme Moby Dick muss leiden und Whitebeard schickt Akainu verbal ins Grab. Damit kannst du höchstens Kerzen auf einem Kindergeburtstag anzünden. Grab passt gut, aber dazu kommen wir noch. In Murias Hose bewegt sich dann auch bei den Neuigkeiten, denn Ace Junior ist hier, um für Ace zu kämpfen. Und für Doflamingo ist das hier das reinste Theater. Ace möchte wohl auch zum MVP werden von dieser Schlacht. Er nimmt sich ein Schiff und bahnt sich den Weg durch. Bo Hancock tut dann auch ihren Job und zertrümmert Whitebeards. Aber auch Marine Heinis. Kuma Kamehameha hat dann Ace und wir erfahren, warum Ace Ace retten will, weil er eben einen Hut gebastelt hat. Ace wird also abgewandert, aber wollte wenigstens einen Samurai noch mitnehmen. Doch mit Doofy hat er sich den falschen ausgesucht und hat dafür ein Bein verloren. Der rote Faden des Schicksals meint es wohl nicht gut mit ihm. Ich hoffe auch für Moria, er hat sein Oz vorher versichern lassen, denn bevor Oz Ace erreichen kann, wird er von Moria durchlöchert. Ein Vizelappen will die Gelegenheit nutzen, um Whitebeard zu köpfen, aber naja, der ist nach der Sache mit Oz ziemlich schlecht drauf gewesen. Akainu ist hilfsbereit wie immer und hilft den Marinesoldaten, die flüchten wollen. Naja, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Corby und Helmeppo bekommen das mit. Doflamingo droppt dann das Kommentar, was ihn zu einer der besten One Piece Charakter überhaupt macht. Wird die Gerechtigkeit siegen? Natürlich wird sie das! Denn nur der Sieger allein ist gerecht. Also, um Ace steht es zwar nicht gut, aber er hat es immerhin geschafft, einen Weg zu öffnen. Und Whitey Bay macht es ihm nach, also können die Whitebeards stürmen. Garp setzt sich währenddessen zu Ace und weint. Garp, der Held der Marine, der nie zurückwich und ein Aushängeschild der Gerechtigkeit ist, weiß nicht, was er tun soll. Doch wenn er nichts tun kann, ist schon für Ersatz gesorgt. Der Impel Down Squad, angeführt von Monkey Ruffy, fliegt von oben herunter. Kurze Erklärung dazu. Da Whitebeards Erdbeben eine Welle ausgelöst hat, hat es Ruffys Schiff beschleunigt. Aber Aokiji hat sie dann auf Eis gesetzt und das ganz oben auf der Welle. Da sie den Marinefunk mitbekommen haben, hat Ruffy mit den anderen das Schiff aus dem Eis brechen lassen und nun fliegen sie
runter. Und wohlgemerkt mit Ruffy als Gummimensch, der vor dem Fall nichts zu befürchten hat. Sehr sozial von ihm. Doch sie landen zum Glück in dem einen Teil Wasser, wo Joseph vorher seinen Footblot rausgezogen hat. Glück für sie. Und ganz ehrlich, Leute, ich freue mich schon auf den letzten Krieg von One Piece, wo wir genau diese Truppe hier wieder in Aktion sehen werden. Irgendwie ist Sengoku dann auch sauer auf Jinbei. Naja, ich meine, ich hätte auch keine Lust, in der Zelle zu verrotten. Da würde ich schon wohl eher bei dem Ausbruch mitmachen. Krokoboy möchte dann Papa Newgate umlegen, aber Ruffy macht den ganzen schnell einen Strich durch die Rechnung. Whitebeard erinnert sich durch den Strot an Shanks, aber er sagt ihm, dass er das nicht überleben wird. Ruffy schreit dann Whitebeard in die Fresse, dass er der König der Piraten wird und stellt sich mit ihm gleich. Weswegen Kizaru bereit ist, die beiden zu töten. Wegen Ruffy erfährt Whitebeard dann auch, dass die Hinrichtung von Ace vorverlegt wird. Zur Begrüßung wird Ruffy auch von Kizarus Lasern getroffen, aber Ivankov kann ihn gerade noch mal retten. Doch Kumas Laser machen dann Ivankovs Leben schwer. Hina verkackt dann gegen Ruffy, das sollte niemanden wundern. Moria denkt auch, er hat nochmal eine Chance gegen Ruffy und besorgt sich Zombies. Ace schreit Ruffy dann an, dass er gehen soll, denn es ist sein Abenteuer und er möchte seinen kleinen Bruder nicht mit reinziehen. Aber das ist Ruffy scheißegal, nochmal könnte sein Bruder nicht verlieren. Während Jinbei Ruf von Moria beschützt, lässt Sengoku alle wissen, dass Ruffy der Sohn von Dragon ist, dem Kopf der Revolutionsarmee. Ein ganz bestimmter Vogel reibt sich bei diesen Infos sicher die Hände. Ruffy wandt sich wieder seinen Weg durch und Marco hält den Befehl, Ruffy nicht sterben zu lassen. Bei diesem Anblick entscheidet sich Ace dafür, alles zu akzeptieren, was kommt, ob er stirbt oder weiterleben darf. Und ja, Fortuna-Chan meint es wieder sehr gut mit Buggy, Whitebeard erkennt ihn vom Roger-Schiff und bietet ihm eine Allianz an, da er seinen Kopf auch nach dem Plattmachen der Marine haben kann. Whitebeard erteilt neue Befehle und zerstört die Marine-Kriegsschiffe. Da Jinbei die Schnauze voll hat von Murias Gelaber, verpasst er ihm ein saftiges Rasengan. Ruffy bekommt auch wieder auf die Fresse, aber dieses Mal von Smoky-Chan, der ihn nicht treffen kann und sein Stock immer noch am Rumnerven ist. Doch die endlos langen Beine von Boa befreien Ruffy. Sie gibt Ruffy den Schlüssel für Ace Handschellen und als Belohnung wird sie umarmt. Mich wundert es wirklich, dass sie nicht ihr Bewusstsein verloren hat. Die Marine denkt hier, dass das Ganze ein Angriff von Ruffy war. Ivankov und Ruffy erfahren dann von Doflamingo, dass der Bär, den sie kennen, tot ist. Sein Körper wurde modifiziert und er wurde zu einer menschlichen Waffe. Nach seinen Armen und Beinen hat er nun sein komplettes Bewusstsein verloren, so Doflamingo. Entweder das oder Ivankov hat nicht genug Orden gesammelt, um sein Pokémon Kuma zu kontrollieren, weil sein Level zu hoch ist. Anscheinend wusste auch Kuma, dass er sein Bewusstsein verlieren würde, denn er sagte zu Ruffy auf Sabaody, dass sie sich nie wieder sehen werden. Ivankov Galaxy winkt Kuma weg und Ruffy geht weiter. Weil Schnieschnarschnappi das Krokodil seine Lektion nicht lernen will, tackelt Yosu ihn weg, weswegen er zu Doflamingo fliegt, der wiederum Yosu kontrolliert, als wäre er sein eigenes Pokémon. Er hat anscheinend alle Orden gesammelt. Er möchte sich aber mit Kroko zusammentun, was er ablehnt und abhaut. Ruffy trifft auf Falkenauge und oh Junge, der ist wirklich mal Welten voraus in puncto Stärke. Ruffy sieht sogar, wenn er angreifen würde, würde seine Hände verlieren, also lässt er es bleiben. Falkenauge spaltet dann den Eisberg, als wäre nichts los, aber Ruffy schnappt sich Buggy als Schutzschild, was für den Moment gut geklappt hat. Dank Buggys Ablenkungsmanöver kann Luffy auch weiter und Blumenritter Vista stellt sich Falkenauge. Mihawk erkennt also Ruffys Fähigkeit an, die stärkste Kraft in den Gewässern, sich schnell Verbündete machen. Die Schlacht ging also bis jetzt 1,5 Stunden und nun kommt die Marine mit einer großen Offensive. Sentomaru und die Pazifista. Sie kommen von hinten auf die Piraten zu. Deswegen hat Whitebeard eben die Schiffe zerstören lassen, um einen Einkessel zu verhindern. Sengoku will die Videoübertragung kappen, um den Kampf zu gewinnen und das Vertrauen der Menschen zu behalten. Ruffy wird wieder von Kizaru aufgehalten, bekommt aber wieder Rückendeckung. Sengokus Plan funktioniert aber nicht ganz, da Buggy sich die Teleschnecke geschnappt hat und nun zum größten Streamer der Grand Line geworden ist. Ich mag Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Whitebeards Lieblingssohn ist auch bei ihm angekommen und schenkt ihm zum Vatertag ein Schwert durch seinen Körper. Squado lässt uns dann wissen, dass er erfahren hat, dass Whitebeard ein Deal mit der Marine hat, nämlich seine alliierten Piraten für Ace Leben austauschen. Und durch das Erfahren davon, dass Ace Rogers Sohn ist, kocht die Wut in Squado, weshalb er sich zu diesem Move entschieden hat, da seine Kameraden damals von Roger komplett ausgelöscht worden sind. Hinter dem Move stand auch Akaino, der Squado mit falschen Informationen gefüttert hat und die Pazifista Lucy angreifen ließ. Sengoku nutzt also die Gelegenheit und lässt Aokiji Buggys Videoschneckenverbindung einfrieren. Crocodile ist entsetzt, dass Whitebeard sich verletzen lassen hat und Marco versteht nun, dass Whitebeard gesundheitlich am Ende ist. Normalerweise hätte er so einem Angriff ausweichen können. Whitebeard sollte hier Squado töten, aber er umarmt ihn und verzeiht seinem Sohn. Squado erzählt ihm dann, dass Akaino versprochen hat, Squado und Co. für Whitebeards Kopf entkommen zu lassen. Whitebeard zerstört also das Eis, was die Piraten einschließt und lässt ihnen die Wahl, ob sie gehen wollen oder mit ihm kämpfen wollen. Nun springt also Whitebeard runter und mischt auch mit. Er schiebt den kleinen Jungen zur Seite und lässt das Wasser beben. Papa Whitebeard legt voll los. Und ganz ehrlich, ich finde es wirklich cool, dass die drei Admirale von Goku Kraft geben für seine Genki-Dama, weil der Kampf von ihm gerade ziemlich hart ist, aber sie sollten sich echt mal besser um Whitebeard kümmern. Naja, sie können wenigstens Schaden am Schafott verhindern. Der Plan der Marine, die Piraten mit den Mauern komplett einzukesseln, funktioniert auch nicht, da Oost toter Körper noch im Weg ist. Auch Oost kämpft immer noch weiter. Akaino startet einen Magma-Konter und die Rookies machen sich vom Sabaody-Archipel auf den Weg, da die Verbindung gekappt wurde. Besonders Jeffrey Bonnie Divine und Trafalgar Law sollten wir im Auge behalten. An dieser Stelle auch ein Rip an die Moby Dick, die von Akaino zerstört wurde. Da auch selbst die Bebenfrucht nichts gegen die Wand von der Marine tun kann, wollen die Piraten nun über Oost rein. Doch Oost lebt noch und kämpft weiter. Kizaru ist bereit, ihn zu töten, doch Ruffy schreitet ein. Jinbei wirft ihn über die Mauer und Natoshishi da ist wieder da und bringt sogar das verdammte Wasser dazu, sexy auszusehen. Obwohl er kräftetechnisch gesehen so weit unterlegen ist, greift er ein, um eine Lücke zu finden. Mit seinem Mast, den Aokiji einfriert, versucht er immer noch weiterzumachen. Mit G2 springt er vorbei, doch Kizaru kommt schon hinterher. Und Ace wäre hier gestorben, da die Hinrichtung vollzogen worden wäre. Ruffy war absolut chancenlos, doch Sir Crocodile hielt die Marine
Ruine auf und Ace konnte seinem Tod gerade noch so entkommen. Bevor dann Aokiji Ruffy weiter ausschützen kann, kommt Marco, der Kommandant der ersten Einheit, und rettet Ruffy. Bei den Planken, die Garp hat, hätte Aokiji es sowieso nicht gewagt, Ruffy wirklich zu töten. Zusammen mit der Moby Dick und Ace kommen die Piraten dann wieder an die Marine ran. Whitebeard haut auch nochmal gefühlt jeden Marinesoldaten ins Grab. So sieht es jedenfalls aus. Whitebeards Boss-Aura ist auch so stark, dass er Aokijis Eis einfach bricht. Doch Diamant Joso ist wieder back und tackelt Aokiji weg. Wow, das war ein Freestyle. Wie dem auch sei, Ruffy will den Ace retten und wird von den Vizeadmirälen durchgereicht, bis ihn der Laser von Kizaru trifft. Er kickt ihn dann weg und Ruffy landet bei Whitebeard und wir sehen einen kleinen Teaser auf Attack on Titan Staffel 4. Whitebeard schmeißt Ruffy weg und sagt seinem Arzt, er soll sich um ihn kümmern. Dann fetzt er sich mit Akainu. Die Schlacht ist voll im Gang und Marco nutzt die Gelegenheit, aber wird von Garp gefistet. Der setzt sich auf den Admiralstuhl und markiert hier mal, wer der wahre Boss ist. Wir sehen dann ein Flashback, wo der kleine Ace Garp fragt, ob seine Geburt irgendwas bringen würde und gut gewesen ist. Und ganz ehrlich, in meinem Herz ist wieder Sadness and Sorrow zu hören. Doch dieser Krieg zeigt es ihm. Alle seine Freunde kämpfen für ihn, Ace kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Und ja, by the way, Buggys Glück ist auch noch nicht aufgebraucht. Er hat es geschafft, als Eisskulptur Akainus Magmaregen zu überleben und ist aufgetaut. Also, wenn das so weitergeht, wird der Piratenkönig kein Spaß. Whitebeard kann sich also nicht mehr halten und Akainu will ihn umbringen. Marco wird durch Kizaru aufgehalten und Joso durch Aokiji. Deswegen landet Akainu einen schwerwiegenden Treffer. Ruffy bittet dann Ivankov um eine weitere Hormonspritze. Wenn er Ace hier nicht retten kann, wenn er nicht weiterkämpfen kann, nimmt er sich sowieso danach das Leben. Er kriegt also seine Spitze, stirbt los und im Vorbeigehen trifft es Corby dann nicht so gut. Auch die Pazifister schafft Boa Ruffy vom Hals. Für Marco sieht es nicht gut aus, durch den Schock hat er nicht aufgepasst und ihm wurden nun Seesteinketten angelegt. Jetzt kann er sich nicht mehr regenerieren. Bei Joso sieht es währenddessen auch nicht viel besser aus. Doch Whitebeard gibt nicht auf und macht seinen Namen alle Ehre. Er schmeißt alle Soldaten weg und lässt alle wissen, wer der Boss ist. Schließlich bin ich Captain Whitebeard! Seine Bande decken seinen Rücken, um damit die Ehre von Whitebeard zu schützen. Bevor Ace dann hingerichtet wird, setzt Ruffy sein Königshaki ein und knockt die Schlechter aus. Und Whitebeard gibt den Befehl, mit allen Kräften Stroh Ruffy zu unterstützen. Selbst Mr. One und Crocodile halten für Ruffy Mihawk auf. Inazuma baut ihn einen Weg hoch und er stimmt zu Ace. Dort steht Ruffy vor einer schwierigen Wahl. Er muss sein Opa Garp eine verpassen, um weiterzukommen. Und dieser konnte einfach nicht gegen seinen Enkel ernst machen und kassiert den Schlag von Ruffy. Kizaru landet weitere Treffer an Whitebeard und Ruffy kommt bei Ace an. Doch die Euphorie hält nicht lange, denn Sengoku ist ziemlich sauer und zeigt seine Buddha-Kräfte. Aber keine Sorge, Ruffy hat hier die Schlüssel für Ace Handschellen. Naja, die werden von Kizaru zerstört. Aber wir haben da oben Mr. Free, der mit seinen gottgleichen Wachskräften Sengoks Angriff abwehren kann. Sie fliegen also vom Schafott. Mr. Free, der Ehrenmann, macht einen Schlüssel für Ace und er ist wieder frei. Zusammen machen sie die Marine platt und die Zuschauerschaft denkt sich, oh man, die zukünftigen Tag-Team-Fights von Ace und Ruffy werden der absolute Wahnsinn werden. Squad baut dann wieder scheiße und will sich opfern, weswegen ihr Whitebeard nochmal schadet, da dieser sein Selbstmordkommando auffällt. Dann bekommen die Männer von Whitebeard den letzten Befehl. Sie sollen sich in die neue Welt zurückziehen. Whitebeard zerstört also Marineford und die Videoübertragung ist wieder an. Ace bedankt sich bei Whitebeard. Doch dieser will nur wissen, ob er ein guter Vater war. Doch Akainu trifft auf Ace und ein Whitebeard den Verlierer der Ära. Das kann Ace nicht auf sich sitzen lassen, er will nicht leben und was bereuen müssen. Ace verliert also den Clash gegen Akainu und Ruffy wird zur Zielscheibe. Doch bevor Monkey D. Ruffy stirbt, stellt sich ein legendärer Pirat davor. Podcast D. Ace, der Sohn von Gold Roger, stellt sich vor seinem einzigen Bruder, um dessen Tod zu verhindern. Garp steht auf und macht sich auf den Weg zu Akainu. Er hätte ihn vermutlich seine Hundefratze vom Körper gerissen, aber Sengoku hält ihn auf. Jinbei, Marco und Whis halten Akainu auf und Ruffy merkt, dass er einen weiteren Bruder verloren hat. Ace bereut nur, dass er nicht sehen kann, wie Ruffys Traum wahr wird. Er bedankt sich dafür, dass alle seine Kameraden ihn geliebt haben und sein Leben damit lebenswert gemacht haben. Ace kippt also um und der Schock von Ruffy ist so groß, dass die Seele eines jeden One Piece Fan schmerzt. Jimmy kann ihn vorher keinen retten und dann kommt schon Whitebeard und Mann! Kennt ihr das als kleiner Junge, wenn ihr die ganze Zeit Scheiße gebaut habt und dann Papa nach Hause kommt? Ja, das ist so ziemlich hier die gleiche Szene. Der macht den Roten und aber richtig zum Welpen. Auch wenn Whitebeard die Hälfte seines Kopfes verliert oder im Anime halt die Hälfte seines Schnurrbart. Ist ja ungefähr das gleiche. Macht er weiter. Whitebeard trennt das Schlachtfeld, damit seine Familie kommen kann. Aber leider tritt ein Ex-Familienmitglied auf seiner Seite auf. Marshall D. Teach ist nun auch auf Marineford. Er hat die Leute aus Level 6 befreit, nachdem sie ein Battle Royale überstanden haben. Darunter Riesenbaby San Juan Wolf, wo der Name wohl eher zu einem Drogendealer passen würde, Kaido Beast Piraten Fanboy Avalo Pizarro, Southbolt mit fragwürdigem Design Vasco Shot, die überaus entzückende Katharina Devon, lassen wir einfach mal so stehen, und natürlich Shiryu des Regen. Wir erfahren auch, dass Riffet Daily war, der die Wachen hypnotisiert hat, weswegen diese jedes Schiff durch das Tor der Gerechtigkeit durchgelassen haben. Blackbeard negiert zwar Whitebeards Teufelskräfte, aber er kann auch ohne seine Power. Whitebeard schnappt sich also den kleinen Teach und erteilt ihn eine richtige Lektion. Mit Gear 2 hätte Whitebeard vermutlich Blackbeard getötet, aber die Blackbeards sind auf ehrenloses Basis zusammen auf ihn losgegangen. Wir sehen ein Flashback von Whitebeard und Roger, wo Roger sagt, dass er Gold D. Roger heißt und Whitebeard vom D. erzählt. Whitebeard kommt also darauf, dass Blackbeard es nicht sei, den Roger gemeint hat. Seine Blutlinie mag zwar ausgestorben sein, aber der Wille geht weiter. Ruffy wird das fortsetzen, was Roger nicht beenden konnte. Und damit leitet Whitebeard eine weitere Ära ein. Das One Piece!
existiert! Whitebeard konnte sich seinen Traum einer Familie erfüllen und starb hier auf Marineford. Obwohl er gestorben ist, blieb er weiterhin stehen. Er trug 267 Schwertwunden davon und ihn haben 165 Kugeln als auch 64 Kanonenkugeln getroffen. Er hat seinen Kopf verloren, doch trotz all dem starb Whitebeard im Stehen wie ein wahrer Mann ohne eine einzige Wunde an seinem Rücken. Die Nachricht geht rum, die Welt freut sich und selbst Rayleigh weint um Whitebeard. Die Blackbeards schmeißen dann ein Tuch auf die Leiche und Blackbeard selbst geht darunter. Ja, das muss nach rechts, das muss nach links. Wie war das nochmal Anleitung? Ah ja, genau, okay. Ja, so, so. Ja, eine Minute noch, ich bin gleich fertig. Buggy heult währenddessen rum und rennt weg, aber seine Crew fasst es so auf, dass er Whitebeard die letzte Ehre erwiesen hat. Aokiji flieht die Schiffe ein und Akainu hält Jinbei auf. Doch der Ruffy Scott beschützt ihn und Blackbeard kommt aus dem Umhang raus. Nicht nur hat er die Power der Finsternis, nein, nun hat er auch die Kraft der Bebenflucht. Ein Mensch, nein, ich sollte lieber Ding sagen, mit zwei Teufelskräften. Marco glaubt hier, dass liegt an seiner Körperstruktur. Die Whitebeard-Ära endet und die Blackbeard-Ära beginnt. Das hören jedenfalls die Menschen durch die Übertragung. Aber Sengok zeigt dann, dass er doch noch was drauf hat und gibt dem Blackbeard eine ordentliche Dubstep-Hakai-Ladung. Akainu will nicht aufgeben und deswegen wird Jinbei durchbohrt, weil er Ruffy beschützen wollte. Aber auch Ruffy wird davon leicht getroffen. Ja, Leute, Ruffy hat die Wunde von hier. Einige One Piece-Fake-Fans glauben, sie stammen aus der Filler-Folge gegen Zorro. Ich muss ja auch hier meinen Bildungsauftrag erfüllen. Wie dem auch sei, Sir Crocodile wird immer mehr zum Ehrenkroko, er rettet hier Ruffy und Jinbei vor Akainu. Mit dem Buggy-Express flüchten sie dann über den Luftweg. Die Whitebeard-Piraten halten dann Akainu ein weiteres Mal auf. Junge, wenn der Typ bei Frauen genauso hartnäckig ist wie hier, dann glaube ich wirklich die Theorie, dass er im Podcast die Rouge verschossen war. Aber darauf gehen wir nicht weiter ein. Denn Best One Piece Character Trafalgar Law ist nun auch hier, um Ruffy zu retten. Blackbeards Beben sind auch so gewaltig, dass er glaubt, dass das mit Sengoku und Garp gleichzeitig aufnehmen kann. Die Wellen durch das Erdbeben reichen sogar bis zum Sabaody-Archipel. Blackbeard wütet, Akainu hat nicht genug, die Marinesoldaten machen ihn nach und diese Schlacht ist einfach nur noch sinnlos. Kobi schreit dann alle an, um das sinnlose Töten zu beenden, das Ziel ist nämlich längst erreicht worden. Bevor er dann vor Akainu eine Magma-Schelle bekommen hätte, wehrt Shanks den Angriff ab. Er hebt den Strot auf und gibt ihm Buggy, damit er ihn Ruffy bringen kann. Bevor Kizaru dann weiter Scheiße bauen kann, wird er von Ben Beckmann aufgehalten. So konnte Ruffy also entkommen. Shanks und Buggy haben dann auch ein kleines Klassentreffen und Mihawk macht einen Abgang, der nicht gegen Shanks kämpfen will. Ob die Freunde sind? Ich glaube nicht, kann ja nicht sein. Und ja, Blackbeard will den Kampf noch nicht eingehen, er findet, es ist dafür noch etwas zu früh. Shanks fordert dann die Leichen von Ace Whitebeard, dem stimmt Sengok zu, aber nur weil Shanks eben Shanks ist. Und damit ist der Krieg von Marineford beendet. Die neue Ära ist aber schon voll im Gange. X-Ray findet, die Marine muss sich ändern, Capone sieht ein Blutbad in den Whitebeard-Gebieten kommen, Urush sieht Blackbeard als Schlüssel, Abu macht sich Sorgen vor Law, der wohl eine Allianz plant, Bonnie weint und will den Mann suchen, der für all das verantwortlich ist, Hawkins sieht, egal wie er die Karten legt, die Wahrscheinlichkeit für Strohs Tod nie auf Null und Kid hat richtig Lust, loszulegen. Auch neue Piraten stürmen jetzt los und verbreiten Schrecken, gerade in den gefallenen Gebieten von Whitebeard. Law konnte Ruffy retten und mit Boa sind sie auf dem Weg zur Fraueninsel. Law meinte hier zu Ivankov, dass sein Instinkt ihm gesagt hat, dass er den Strohs retten soll. Sengok erfährt auch, dass Blackbeard 4 Leute aus Level 6 mitgenommen hat und weitere Leute entkommen konnten, darunter auch ein gewisser Douglas Broly Bullet. Diese Verbrecher sind für die Welt doch alle unbekannt, da die Regierung das Entkommen vertuschen möchte und nicht eine Meldung raushaut. Dafür zahlen wir also unsere Berry-Steuern. Doflamingo bringt auch Moria um, naja nicht ganz, es wird angedeutet, aber in oder Manier wird es erstmal nicht aufgeklärt. Ivankov reißt ab und Ruffy wacht wieder auf. Ruffy dreht komplett durch und zerstört die gesamte Insel. Seine Gedanken kommen zu ihm und er versteht langsam, dass der Tod von seinem Bruder Ace kein Traum gewesen ist. Und damit kommen wir zum Flashback. Wir gehen also 10 Jahre zurück und sehen, dass Garp Ruffy in die Berge zu Dadan und den Banditen bringt, damit er einmal ein Elite-Marinesoldat wird. Ja, Garp, das ist nicht wirklich der beste Plan, den du hattest, oder? Zur Begrüßung wird Ruffy von Ace angespuckt, zu seinem Glück war das keine Spucke von Dabra. Ruffy geht dann jeden Morgen mit Ace mit, obwohl dieser ihn ignoriert. Er wendet auch sofort das Gelernte von Shanks an und ist wegen dem Anspucken nicht mehr böse. Er fällt eines Tages die Brücke runter und ist verschollen. In der Nacht bekommt Ace auch mit, dass Dadan ihn das Teufelskind nennt. Ruffy kommt dann wieder, ist voller Wunden, aber freut sich schon auf den nächsten Tag mit Ace. Das geht dann 3 Monate so und dann sieht Ruffy das erste Mal das Great Terminal, einen riesen Schrottplatz. Und will einen Ace besten Freund kennen, nämlich Naruto. Nein, nicht wirklich, nämlich Sabo, aber er hat die japanische Stimme von Naruto. Sie sammeln Gold bzw. Geld, um für ihren Traum des Piratenleben zu sparen. Dabei entdeckt Ruffy die beiden. Sie bekommen dann Stress mit dem Blue Jam Piraten, da Ace dessen Geld geklaut hat. Die beiden verstecken sich, aber da Ruffy ein Spaß und schlechtem Lügen ist, wird er von Buscemi mitgenommen. Da Buscemis Hammer nicht funktioniert, bekommt Ruffy auch was mit den Handschuhen ab. Ace und Sabo verstecken ihren Schatz und merken am Abend, dass Ruffy immer noch nicht da ist, was heißt, er hat immer noch nichts verraten. Ace und Sabo retten Ruffy, doch Ace will einfach so gehen, er kämpft mit Sabo weiter und macht Buscemi fertig. Ruffy erklärt dann, dass er nichts gesagt hat, weil er sich mit Ace und Sabo anfreunden möchte, denn der Tod ist für ihn nicht so schlimm wie das Alleinsein und außer Sabo und Ace hat er niemanden. Von da an lebte Sabo bei ihnen, da die Piraten sie pausenlos gesucht haben und das Königreich Goa bekommt Besuch von einem Himmelsdrachenmenschen. Im Training von den drei bekommen wir auch mal eine kleine Vorstellung davon, wie gut Ruffys Kraft wirklich funktioniert. Sie gehen also in die Stadt und essen dort einen Nudelverkäufer bankrott, doch Sabos Vater entdeckt sie dabei. Sabo verrät dann Ruffy und Ace, dass er ein Adliger ist und eine Familie hat, doch trotz diesem Fakt war er immer
alleine, da seine Eltern nur im Rang aufsteigen wollten. Deswegen ist er von zu Hause abgehauen. Sie schwören sich also alle freizuleben und jeder von ihnen möchte Kapitän werden. Damit haben sie ein Problem, da sie nicht zusammenreisen können, aber mit den Sakeschalen stoßen sie auf ihre Bruderschaft an. Sie lernen von Makino Manieren, haben den Tiger erlegt, wurden von Garp verkloppt, sind ausgezogen und haben sich ein eigenes Haus gebaut. Doch nach dieser schönen Zeit hat sich der Vater von Sabo mit den Piraten zusammengetan und holt sich seinen Sohn zurück. Ace und Ruffy, die dagegen nichts tun konnten, arbeiteten danach für Blue Jam. Sabo ging nämlich mit, um Ace und Ruffy zu beschützen und sie warten darauf, ob Sabo zurückkehren wird oder nicht. Es ist schließlich seine Entscheidung. Sabo lernt dann auch seinen adoptierten Bruder Sally kennen, was ein... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich bei der Visage sagen soll. Dieser teilt ihn dann mit, dass das Great Terminal abgefackelt werden soll, um den Müll zu beseitigen. Sabo vergewissert sich dessen und alle in der Stadt wissen davon, aber es juckt sie nicht. Ich würde auch echt gerne Oda einen Orden dafür verleihen, dass er die reichen Menschen, die sich nur für sich selbst interessieren, immer hässlich zeichnet. Was ein Ehren-Oda. Ruffy und Ace checken dann auch, dass die Kisten, die sich für Blue Jam verteilt haben, das Feuer des Great Terminal vorbereiten sollen. Das Feuer geht los und Blue Jam wird auch verarscht, da das Tor der Stadt zugeschlossen wird und der auch im Feuer sitzt. Sabo hat eine schicksalshafte Begegnung mit Monkey D. Dragon und sagt ihm, dass diese Stadt mehr stinkt als die Müllhalde. Er schämt sich sogar als Adliger geboren zu sein. Dragon sagt, dass er hier geboren ist, aber noch nicht die Kraft hat, etwas zu verändern. Aber Leute, ein Adliger erklärt uns dummen Leuten dann, warum die Leute auf dem Great Terminal den Tod verdient haben. Weißt du, mein Schatz, dass die jetzt im Feuer sterben, ist ihre eigene Schuld. Sie hätten auch einfach als Adlige auf die Welt kommen können. Ich gehe mich mal selbst anzünden, bis gleich. Blue Jam überfällt dann Ace und Ruffy und will ihren Schatz haben. Ace verrät ihnen den Ort des Verstecks, aber er will, dass sie mitkommen als Versicherung. Er beleidigt Sabo als jemanden, der auf andere herabsieht, was Ace sauer macht. Bevor Ruffy dann stirbt, setzt Ace seinen Königshaki ein, um ihn zu beschützen. Wie Jahre später, Ruffy für ihn. Dasan rettet die zwar, aber Ace möchte nicht weglaufen, weswegen die Banditen nur mit Ruffy fliehen. Und die anderen Menschen im Feuer werden dann durch Dragon gerettet. Ich meine, irgendwie braucht er ja Leute, die für seine Revolution sterben oder so. Am nächsten Morgen wacht Ruffy auf, Ace ist verschollen und Sabo macht sich alleine auf ins Piratenleben. Doch der Himmelsdrachenmensch knallt sein Boot ab und tötet damit Sabo. Ruffy freut sich dann, dass Ace mit Dadan im Schlepptau zurückkehrt. By the way, ehren Dadan dafür, dass sie Ace mit Einsatz ihres eigenen Lebens rausgeholt hat. Ace erklärt hier, dass er nicht weggelaufen ist, weil er Angst hat, seine Freunde zu verlieren. Also stellt er sich jedem Gegner. Genau das gleiche erzählte Garp einst über Roger. Er hat sogar mal die Armee eines ganzen Landes zerstört, damit seine Kameraden entkommen konnten. Wie dem auch sei, Ace und Ruffy bekommen die Horror-Nachricht, dass Sabo abgeknallt worden ist. Ace kann das nicht fassen, sie verstehen, dass Sabo nicht glücklich war und damit schieben sie sich selbst die Schuld in die Schuhe. Aber auch den Mörder, den Ace umbringen will. Doch daran kann Ace aufhalten, denn das wäre sein sicherer Tod gewesen. Ace muss erstmal ein Mann werden von dem Kaliber Roger, um die Welt zu ändern, denn die ist das Problem. Durch den Brief von Sabo versteht Ace auch, dass sein Tod wirklich passiert ist. Ruffy will noch viel, 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 viel stärker werden und Ace verspricht, niemals zu sterben. Das Versprechen ist dann... Nein, okay, das ist definitiv zu früh. Ich bin gerade voll drinne, deswegen gibt es hier keinen Witz dazu. Wie dem auch sei, sie wollen beide auf die See mit dem Ziel, die freiesten Menschen zu sein. Sabo wollte mit 17 los, da man ein Jahr später richtig als Adliger gilt, deswegen setzen sich das Ruffy und Ace auch in den Kopf. Dragon legt auch kurz bei Zoros Heimatinsel an, um dort Proviant nachzuholen. Ruffy und Ace trainierten immer weiter und weiter und schließlich wurde Ace 17 und sein Piratenabenteuer begann. Übrigens will ich hier anmerken, dass Ace eine sehr, sehr ähnliche Kette hat, zu der die Dadan hat, deswegen hier ein sehr süßes Detail, muss man sagen. 3 Jahre später ging es auch für Ruffy los. Und damit kehren wir zurück auf die Fraueninsel und der Gegenwart. Wir sehen einen Ruffy, der unvorstellbar ist für uns Zuschauer. Einen Ruffy, der komplett am Boden zerstört ist. Auch Garp kehrt zum Windmühlendorf zurück und erklärt, dass das Dorf nun unter seinem Schutz steht. Dadan haut ihn kaputt und ehrlich, das war einer der emotionalsten One Piece Szenen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber mich macht diese Szene immer so verdammt traurig. Denn viel schlimmer als Garp, Makino oder Dadan hat es immer noch Ruffy. Dieser eine Satz zerstört das Herz eines jeden One Piece Fan. Wir sehen die Beerdigung von Ace und Whitebeard. Ich möchte hier nochmal ein fettes Rest in Peace Edward Newgate und Rest in Peace Podcast The Ace aussprechen. Und Shanks hofft, dass Ruffy das Ganze überwinden kann, denn erst nach so einer Erfahrung wird ein Mann zum Mann. Jinbei rammt dann Ruffy zu Boden und macht ihm seine Situation klar, was er noch im Leben hat und für was er weiterkämpfen muss. Ruffy fängt sich hier langsam wieder und versteht, was ihm noch bleibt. Zoro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, Brook, Bonchan. Für sie alle will er immer noch weitermachen. Dann sehen wir Rayleigh, der, naja, ich weiß auch nicht, einfach mal durch den Karmbelt hierher geschwommen ist, weil er Rayleigh ist. Bei Trafalgar Law kann sich Ruffy auch nicht bedanken, da dieser schon weitergesegelt ist. Das D wird aber definitiv einen Sturm auslösen, so Trafalgar Law. Wir erfahren dann, dass Rayleigh und Shaki damals die Schlangenschwestern aufgenommen haben und dass Kuma ein guter Typ ist, der Ruffy und Co. absichtlich weggeportet hat. Durch Shakys Intuition kamen sie auch darauf, dass sich Bo Hancock in Ruffy verliebt hat und nun auf der Fraueninsel ist. Ruffy will seine Freunde zwar wiedersehen, aber Rayleigh hat einen Vorschlag für ihn, damit sich der Vorfall auf dem Archipel nie wiederholen soll. Wir sehen also die Bande wieder. Lysop ist immer noch fett, Chopper hat zwar für Frieden gesorgt, aber er kehrt nach den Zeitungen lesen wieder zur Insel zurück. Zoro boxt sich mit Affen, die durch den Krieg zu den Waffen gegriffen haben und die Menschen nachahmen. Nami wird von den Opas
zur Schau gestellt. So sieht es jedenfalls aus. Frankie verliert sein Gesicht in Vegabunks Labor, wortwörtlich. Brooks Kult funktioniert nicht mehr so und er wird von Apus Cousins entführt. Robin mischt bei den Revos mit. Was mit Sanji ist, blenden wir einfach mal komplett aus. Und Dragon chillt währenddessen mit Frankies Vater. Der sieht jedenfalls so aus. Die Rosie Life Raider und Kuma beschützen dann auch die Sunny vor den Piraten. Und auch die Buggy Piraten freuen sich, ihren Cap wiederzusehen, den sie, ja, wie gesagt, davor im Stich gelassen haben. Die fünf Weisen sind geheimnisvoll wie eh und je und Sengoku geht in den Ruhestand. Wir sehen auch den vorherigen Flottenadmiral King Kong und Sengoks Ruhestand war ziemlich nötig. Ich meine, er ist in 2 Jahren von dem zu dem geworden. Das war schon ziemlich viel Stress. Smoker lässt sich auch nach G5 in die neue Welt versetzen, um dort immer aktiv im Geschehen dabei zu sein. Kobe merkt dann, dass er Haki hat und weswegen die Stimmen auf dem Schlachtfeld gehört hat. Und wir sehen, was der Inhalt der Zeitung war, auf die alle reagiert haben. Monkey Ruffy kehrt zum Schlachtfeld zurück und läutete die Glocken. 16 Mal, 8 Mal fürs Ende und 8 Mal zum Beginn einer neuen Ära. An dieser Stelle, wenn ihr das Ganze auch ehren wollt, dann solltet ihr bei meinem Kanal die Glocke aktivieren. Vielen Dank. Und mit dem Tattoo auf seiner Schulter ließ er eine Nachricht für seine Bande da. 3D, 2Y. Sie treffen sich nicht in 3 Tagen, sondern in 2 Jahren. Die Rookies bekommen in der neuen Welt Probleme, Bonnie wird sogar von Blackbeard gefangen und von Akainu abgeführt und wir sehen uns die Resultate des Trainings der Strohbande, die neue Welt, das Treffen mit Jimbo auf der Fischmenscheninsel und noch viel, viel mehr. Aber das gibt es erst im nächsten Part. Also Leute, 26 Minuten, 27 Minuten, irgendwas um den Dreh sind geschafft. Das Video war zu viel für mich, das gebe ich offen ehrlich zu, das Video war einfach ein riesengroßes Mammutprojekt. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen, das Ganze noch rechtzeitig hochzuladen. Deswegen vielen Dank dafür, dass ihr das Video hier zu Ende geschaut habt. One Piece geht in eine Pause. Wir sind beim Timescape und es war eine unglaubliche Zeit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte einigen eine nostalgische Reise geben durch One Piece. Natürlich ist One Piece in Minuten nicht zu Ende. Das sollte natürlich jedem klar sein, denn es gibt noch einige Arcs, die wir ansteuern. Aber ich möchte eine kleine Pause einlegen. Einfach nur, um ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, weil die Kreativität leidet auch so ein wenig, wenn man es immer wieder und wieder macht. Deswegen möchte ich eine kleine Pause einlegen. Keine Sorge, Anime Minuten wird weitergehen, denn nächste Woche, Leute, wenn dieses Video hier 14.000 Likes bekommt, und ich denke, bei dem Part ist das definitiv möglich, weil der Hype ist einfach unreal bei Marineford. Deshalb eine Sache, die bei One Piece immer so sein wird. Dann geht Anime Minuten sofort nächste Woche weiter mit einem speziellen Projekt. Ich habe mir da schon was überlegt und ich denke, einige Leute werden sich freuen und es wird auch vielleicht den ein oder anderen überraschen. Wie dem auch sei, ich bin damit raus. Schreibt mir natürlich wie immer euren Lieblingsmoment in die Kommentare von Marineford. Natürlich weiß jetzt nicht nur Marineford, aber vom ganzen Video hier, also mit dem Flashback und so weiter und so fort. Ab in die Kommentare, damit würde mich sehr, sehr stark freuen. Rest in Peace Ace, Rest in Peace Whitebeard ist natürlich auch hier gesehen, die Legenden. Den musste man natürlich immer die letzte Ehre erweisen. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, Abo auf den Kanal da lassen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze YouTube-Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.